Solche großen Hütten haben wir da nicht, wo ich herkomme. Aber ein Wald schon. Nur sieht er bei Weitem anders aus. In unserem Wald gibt es viel kräftigere, größere Bäume und Pflanzen mit wilden, bunten Strukturen. Der Regenwald. Ach, er fehlt mir. Aber ein Kind der Natur bin ich immer geblieben. Auch als sie unser Dorf abgefackelt haben. Als es damals in Schutt und Asche und Rauch aufgegangen ist. Und man selbst über den Baumwipfeln des Urwalds. Nur qualmenden Rauch gesehen hat. Ja, geschrien. Geschrien haben wir. Bis die Worte verstummten und unsere Tränen begannen zu liefen. Weil schlussendlich nur noch ich übrig geblieben bin. Eins hatte ich Angst vor dem Feuer. Ich bin nur ein Mensch. Ich habe mich gefragt, kann ich das Feuer wirklich kontrollieren? Und dann kam der große Tag. Und ich bin erwacht. Mit Balam an meiner Seite. Meinem kleinen Leoparden. Der mittlerweile eigentlich viel zu groß ist, um ihn immer mit auf Abenteuerreise zu nehmen. Mein Name ist übrigens Shilan. Ich bin eine Nachfahrin der Maya, einer alten, bereits ausgestorbenen Kultur. Von den Maya, Inka und Azteken gibt es heutzutage nur noch kleine Stämme, die sich einzeln in den Wäldern des Dschungels von Südamerika und Mittelamerika finden lassen. Nun, ich bewege es als eine von ihnen. Mein Stamm ist ausgelöscht. Doch ich mache weiter. Ich mache weiter, um meine Kultur hochzuhalten. So dass sie nie in Vergessenheit gerät. Wie so vieles heute in Vergessenheit gerät. Wie Sprachen, Kulturen und manchmal auch kleine Sachen. Wie der Hochzeitstag der eigene. Oder Geburtstage. Also, ich wollte mich vorstellen. Auch ich werde euch auf dieser Reise begleiten. Adam und ich freuen uns schon drauf.